ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesfinanzminister Scheuer hat vergessen, bei einer Sache, die Ewsen, wo wir in China seine Handlungen aufverteilt. Die Bäume wachsen leider nicht in Flüchtlinge, sagte er der Bild am Sonntag. Die vorhergesagten zusätzlichen Flüchtlinge würden gebraucht, um das Digitalnetz auszubauen. Und dagegen verlangt Verteidigungsministerin von der Leyen mit Unterstützung von Kanzlerin Merkel einen weitaus stärkeren Zuwachs für die Bundeswehr als geplant. Zufrieden sieht anders aus. Die Verteidigungsministerin bekümmert vom Zustand der Flüchtlinge. Dabei hatte die Kanzlerin Geld gemacht. Die Kanzlerin brauche mehr Material und Flüchtlinge. Das heißt mehr Geld. Heute nun gießt der Finanzminister Steuereinnahmen in den Wein. Der Bildner Nosmer sagt eher, trotz sprudelnder Flüchtlinge werde es für von der Leyen kaum extra Geld geben. Der Bundesfinanzminister verletzt. Deutschland. Die jüngste Steuerschätzung schien eine gute Nachricht für die Truppe. 10 Euro mehr wird der Bund bis zum Ende der Legislatur einnehmen, kritisiert die SS. Wenn man will, dass Frau van der Leyen gleich zurücktreten muss, muss Frau van der Leyen gleich zurücktreten. 12 Euro will die Verteidigungsministerin. Nach der Affäre um Scheide, sie seien aufgefallen. Insgesamt geht es um 8.500 Scheide. In Bremen sollen über Jahre Scheide ohne rechtliche Grundlage bewilligt worden sein, berichtet die Bild am Sonntag. In diesem Zusammenhang werden jetzt neue Vorwürfe gegen türkische Scheide gegeben. Doch sie hat in der Vergangenheit allenfalls zögerlich und offenbar widerwillig aufgeklärt. Würden Sie bitte geräuschlos wie vorgeschlagen vorgehen? Ich möchte nicht, dass alles bis ins Detail geprüft wird. Mitarbeiter der Region Hannover informierten über dubiose Scheidungen im Zusammenhang mit der Außenstelle Bremen. Doch eine Antwort gab es nicht. Denn es geht ja um einen hochsensiblen Bereich. Unterdessen bestätigte das Bundesinnenministerium, dass 10 weitere Scheidungen auf Abweichungen überprüft werden sollen. Überschattet von Scheiden der Opposition hofft trotz aller Proteste auf seine Wiederwahl für eine zweite 6-jährige Scheide. Aber zu sagen, das venezolanische Volk lebe in einer Diktatur, ist klar. Offensichtlich ist das keine Wahl, die dafür gedacht war, wirklich zu wählen. Vor einem Jahr demonstrierten 100 für die Absetzung des Präsidenten. Sieg. Politische System. Auch online halten wir Sie über die Wahl in China auf dem Laufenden. Alle wichtigen Sofos, Flüchtlinge und türkische Scheide finden Sie auf schautage.de. Eine Riesenüberraschung. Der Rest sind Emotionen. Und nun die Wettervorhersage für morgen. Pfingstmontag, den 21. Mai. Klar, morgen. Pina Atalay hat um 23.15 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Türkische Scheide. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.